Hallo liebe Freunde, ich habe euch wieder einen Spaziergang gemacht und habe ja, wieder was gefunden für euch. Und zwar hat hier jemand so einen alten Obstbaum, ich glaube einen Apfelbaum hier umgemacht. Und ja, das ist aus mehrerer Hinsicht spannend. Denn zum einen war der Baum hier mal komplett hohl, also ja, ziemlich interessant, wie der ausgehöhlt wurde. Aber noch was anderes gefunden, und zwar dadurch, dass der Baum jetzt umgesägt wurde, kam mir was anderes zum Vorschein, dass eigentlich hoch oben auf den Bäumen wächst, ist diese Pflanze hier. Weiß vielleicht schon der ein oder andere, was das ist. Das ist die Mistel, Viscum album, wenn ich es richtig im Kopf habe. Eine ganz spannende Pflanze, weil wenn ich die mal anguckt, wir haben jetzt mitten im Winter, dann ist die jetzt noch grün. So, warum ist sie das und wie kann sie das sein? Also, die allermeisten Pflanzen haben ihre Blätter verloren, die hat ihre Blätter hier jetzt noch. Die Mistel ist eine ganz spannende Pflanze, denn wenn ich das mal anschaut, dann wächst die Pflanze, die Mistel, auf dem Apfelbaum drauf. Also die Mistel hat an sich erstmal keine Verbindung zum Boden, sondern sie wächst nur auf, ja, auf dem Stamm, auf den Ästen von anderen Bäumen drauf. So, wie macht sie das jetzt? Die Mistel ist ein sogenannter, ja, sogenannter Parasit. Und Parasiten sind immer Pflanzen, Tiere, Lebewesen, die auf anderen Organismen leben und Nahrung von den anderen Organismen beziehen, Nahrung von den Wirten beziehen und diese dadurch schädigen. Das Ziel von einem Parasit ist es eigentlich nie, den Wirt zu töten, denn damit wird ja der Parasit seine eigene Lebensgrundlage entziehen, ja, sondern er siedelt einfach darauf, hält den Wirt aber noch so lange am Leben oder so gut am Leben, dass der Parasit selbst noch wachsen kann. So. Wie macht es die Mistel jetzt? Es gibt sogenannte Holo- und Hemiparasiten. Was ist das denn? Also, ein Holoparasit wäre nicht mehr grün. Der würde also alles Wasser und alle Nährstoffe komplett aus dem Wirt beziehen. Die Mistel macht das nicht. Die Mistel ist ein sogenannter Hemiparasit. Das heißt, sie ist noch grün, also sie ist noch zur Photosynthese befähigt. Ja, deswegen grüne Blätter. Aber da sie eben keine Verbindung zum Boden hat, muss sie das Wasser irgendwo anders herbekommen. Jetzt ist es so, eine Pflanze hat immer zwei Leitbündel, der Apfelbaum auch, das sogenannte Xylem und das Phloem. Das Xylem ist nur für den Wassertransport zuständig und das Phloem, dort wird Wasser transportiert, Nährstoffe und alles, was der Baum sonst noch braucht. So, und die Mistel geht jetzt her und zapft dieses Xylem, also das Leitbündel, das für den Wassertransport zuständig ist, an. Das sieht man hier, vielleicht könnt ihr das ein bisschen erkennen hier. Das ist dann wie so eine Stelzwurzel. Ich habe dazu auch noch ein ganz gutes Bild. Vielleicht leite ich euch das noch hoch, das kann ich euch noch zeigen. Und mit diesem Stelz in die Wirtspflanze hinein zapft die Mistel dann praktisch das Wasser des Xylems an, um so selber leben zu können. Jetzt ist aber so, dass auch im Winter der Wassertransport von so einem Apfelbaum ziemlich reduziert ist. Deswegen muss die Mistel auch an Trockenstress angepasst sein. Man sieht es, die hat so wirklich derbe, ledrige Blätter, also um eben den Wasserverlust möglichst gering zu halten. Noch was anderes spannend an der Mistel, und zwar auch jetzt im Winter noch, ich mache das mal ab, sind die Strukturen hier. Und hier sind die Früchte der Mistel. Was ist jetzt spannend an den Früchten? Also zum einen, sie sind noch vorhanden im Winter, okay, aber wenn ihr euch die mal anschaut und mal so drauf fasst, dann sind die richtig klebrig. Also der Saft ist extrem klebrig da drin. Was hat die Mistel jetzt für einen Vorteil davon? Müsst euch vorstellen, also wie verbreitet sich so eine Mistel von einem Baum zum anderen? Wenn jetzt ein Vogel kommt und versucht, so einen Samen zu fressen, dann bleibt der Samen erstmal am Schnabel des Vogels hängen. Und ihr wisst, Vögel haben keine Hände, das heißt, der kriegt so einen Samen auch erstmal nicht weg. Und wenn jetzt der Vogel versucht, diesen klebrigen Samen vom seinem Schnabel wieder abzustreifen, dann bleibt der Samen an einem anderen Baum hängen, also beispielsweise an einem anderen Apfelbaum, kann dort wieder keimen und so vermehrt sich die Mistel. Also damit gelangt die Mistel über Vögel von einem Baum zum anderen, auch über weite Strecken hinweg. Ja, eigentlich ganz spannend. Zu Weihnachten hängt man die Mistelzweige manchmal so vor die Eingangstür. Und ja, ich habe auch mal gehört, wer ein Pärchen unter einem Mistelzweig steht, dann muss sie sich küssen. Eigentlich eine ganz spannende Pflanze. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, viel
viel Spaß. Mal gucken, was ich noch so finde bei dem Spaziergang.